Hallo, heute soll es noch einmal um Machteliten gehen und um Staatsgewalt und um den Sinn von Revolution. Also, der Kapitalismus, sage ich mal, ist die Geschichte vom Hasen und dem Igel, die einen Wettlauf laufen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, sie laufen da hin und her. Und der Hase versucht immer der Erste zu sein, aber er schafft es einfach nicht. Und jetzt kommt Karl Marx und sagt, also Tiere im Wald, hört mal zu, dieser ganze Wettlauf ist alles Schwachsinn, wir müssen keinen Wettlauf machen, das hängt ja von der Beilänge ab, wer da gewinnt, sondern wir müssen einen Paddelwettbewerb machen, das ist viel fairer. Ja, wir müssen einfach hier über den See paddeln. Und ich habe euch auch schon gezeigt, welche Strecke wir dann nehmen. Und ja. Oder nein, das ist eigentlich der nächste Schritt. Karl Marx hat nur gesagt, paddeln wäre viel besser. Paddeln ist doch viel gerechter. Da kommt es nämlich nicht auf die Länge der Beine an, sondern auf die Paddel, auf die Paddeltechnik. Und wenn wir da jedem dasselbe Paddelboot nehmen, dann ist das doch viel fairer, wenn wir über einen Fluss oder einen See paddeln. Und dann im nächsten Schritt kommen irgendwann die Schildkröten. Das ist ja zum Beispiel die SED, das sind die Bonzen. Und die sagen, oh Moment mal, Karl Marx ist eine tolle Idee. Wir haben doch da eine Höhle am See und wir haben da eine Höhle an dem See. Stellen wir da mal zwei Schildkröten rein und überzeugen wir die Leute davon, dass Karl Marx-Plan jetzt endlich mal umgesetzt werden muss und wir über diesen scheiß See paddeln müssen, weil das ja alles viel fairer ist. Dann sitzen wir in unseren Höhlen und dann sind wir die Ersten und nicht die Igel. Und ja, das ist im Grunde immer meine Kritik gewesen am Marxismus, an Karl Marx. Er hat richtig quasi erkannt, okay, da sitzen die beiden Igel als die Staatsgewalt, als die Machteliten in ihren Höhlen und die anderen werden mit American Dream, freie Marktwirtschaft, Kapitalismus da schön zugeschüttet mit Lügen und schönen Geschichten. Sie glauben daran, es geht um die Marktwirtschaft, um diesen Wettlauf, wer zuerst da ist, ist der Gewinner und dann laufen sie da immer hin und her. Und sie schaffen es trotzdem nie, die Igel sind immer zuerst da. Und eigentlich geht es auch gar nicht um den Wettlauf und darum, wer am schnellsten auf der anderen Seite ist, sondern letztendlich geht es darum, dass die Igel gewinnen und die Igel brauchen irgendwie eine Geschichte, warum sie die Gewinner sind. Und da haben sie sich halt diesen Wettlauf ausgedacht. Und die Tiere im Wald laufen da immer und die Hasen sind halt immer nur auf dem zweiten Platz oder manchmal auch auf dem dritten. Dann sind die Giraffen oder was weiß ich eben oder die Rehe sind ja eher Waldtiere, sind ja auf dem zweiten Platz und manchmal auf dem dritten. Dann sieht man das halt so. Und jetzt kommen die Schildkröten und setzen vor allem den Tieren kurzen Beinen oder die öfter mal verlieren in den Kopf. Also Leute, hört doch mal zu, oder Tiere, hört doch mal zu. Das kann doch nicht unser Ernst sein, diese ganzen Tiere mit den langen Beinen. Wir machen jetzt einen Paddelwettbewerb. Also paddeln ist doch viel besser. Jetzt irgendwie so eine Bewegung, eine Revolution, wenn sie erfolgreich sind. Und dann fangen die an zu paddeln. Aber natürlich vorher gibt es so Diskussionen. Die Igel halten sich natürlich zurück, weil die Igel geht das wenig an. Und das machen nämlich schon alle anderen. Die streiten sich dann darum. Dann kommen die Hasen und sagen, und die Rehe, also ihr habt wohl einen Stich, das basiert ja auf Leistung, wir haben gut trainierte Beine, wir haben so lange dafür gearbeitet, dass unsere Beine so schnell werden. Ihr könnt uns doch jetzt nicht, wo wir jahrelang trainiert haben, damit kommen und wir paddeln. Hättet ihr mal besser trainieren sollen. Und ja, dann gibt es halt diese Diskussion, die wir heute auch haben. Also es ist unfair, wenn wir das jetzt alles hier umändern. Und ja, im Grunde genommen, das war auch die ganze Zeit eigentlich mein Argument.
im Grunde, gut, selbst wenn jetzt es so sein sollte, dass wir heute in diesem Hase-und-Igel-Wettlauf sind, was bringt es denn den Waldtieren, was bringt es den Menschen, wenn man jetzt auf Paddeln umstellt, dann, das bringt erstens nur den Schildkröten was, weil die dann da in ihren Höhlen sitzen. Also wenn ich sowas unterstützen soll, dann möchte ich gerne die Schildkröte sein. Und zweitens ist das ja in gewisser Weise unfair gegenüber den Leuten, die da wirklich ihre Beine trainiert haben. Und die Leute haben irgendwann keine Lust mehr, überhaupt noch diese Wettbewerbe ernsthaft teilzunehmen. Es zermürbt die Leute, wenn dauernd die Disziplin geändert wird und sie nicht wissen, wie sie trainieren sollen. Und unfair ist es letztendlich alles. Es ist nämlich auch nicht viel fairer, ob ich jetzt paddel oder Dings, dann geht es nämlich nachher um die Armlänge, da könnte schon der nächste kommen. Ach, fliegen war doch rüber, wir können ja Flugzeuge bauen. Dann ist es wieder der, der sich am besten mit Technik auskennt und dann gibt es dann auch wieder irgendjemanden. Da ist im Grunde immer diese ganze Lobbyarbeit, die es dann gibt. Aber natürlich, wenn es schon Richtung Nation geht, auf ein etwas höheren Niveau als diese kleine Lobbyarbeit, die gewöhnliche, die wir als Lobbyarbeit durchgehen lassen. Und letztendlich ist es immer das Ziel, die Tiere, die in den Höhlen sitzen, die veranstalten den Wettbewerb eigentlich ein lächerliches Spiel, weil es kann denen ganz egal sein, aber die Tiere, die diesen Wettlauf laufen, brauchen das Spiel, damit sie akzeptieren, dass die, die ganz oben sind, auch wirklich die sind, die es verdient haben, ganz oben zu sein. Und im Kapitalismus ist es halt dieser Leistungsgedanke, der da propagiert wird, dass man es auf als Unternehmer und so zu was bringen kann und so weiter. Die Leute, die das Spiel besonders gut mitspielen, bekommen dann Kredite, können Unternehmer sein, gibt dann auch so ein paar Erfolgsbeispiele, weil man das ja braucht, werden vielleicht auch hochgetragen von den Willen, werden unterstützt und dann gibt es diese anderen, die merken, oh, ich habe kurze Beine, ich werde das niemals schaffen und die fühlen sich dann vielleicht ein bisschen betrogen, aber irgendwie kriegen alle dadurch das Gefühl, es läuft ja alles mit rechten Dingen ab. Wenn ich härter trainieren würde, wenn ich schneller laufen könnte, muss ich nur ein bisschen trainieren, dann kann ich das auch schaffen. Dann werde ich auch irgendwann der Erste sein. Oder der Zweite, weil der Erste schafft man ja nicht. Die Ersten sind ja immer die Igel. Und letztendlich geht es gar nicht um den Wettbewerb, aber habe ich schon gesagt. Und im Kommunismus ist es ja so ähnlich. Also da muss man sich dann auch einschleimen bei der SED, sag ich mal, muss kommunistische Texte verfassen, die das alles stützen, die diese Lüge unterstützen, dass man sozusagen Kommunismus, dass es alles gerecht ist, muss sich da so groß wie möglich einschleimen und wer das macht, kann dann ja auch aufsteigen, wird gefördert, unterstützt von der Partei, kriegt Vergünstigungen, kriegt Sonderbehandlung und so weiter, wird da unterstützt und kriegt was zurück. Und die anderen Leute, die schlucken einfach nur, die müssen das dann akzeptieren. Und die Leute, die sich dafür einsetzen, die kriegen vielleicht von der SED einen Orden, sie können einfach aufsteigen, obwohl es das ja im Kommunismus eigentlich überhaupt nicht geben soll. Oder im Sozialismus. Und so habe ich das immer gesehen und ich habe gesagt immer, also warum sollen die Leute sich jetzt alle umgewöhnen und lernen, wie man sich richtig einschleimt bei der SED? Es war doch vorher einfacher, die Marktgesetze zu verstehen und auf dem Markt so zu handeln, wie es erwartet wird. Also quasi dieses Argument mit den schnellen Beinen. Jetzt von den schnellen Beinen auf die starken Arme umschalten und dann vielleicht auf die starken Flügel, das wäre doch kompliziert. Das würde man als unfair betrachten. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, müsste ich ja eigentlich sagen, es gibt zwei Gründe, warum so etwas sich für mich lohnen kann.
wenn ich erstens weiß, dass es nicht wieder passiert, lohnt es sich für mich in der Hinsicht, dass ich ja noch ziemlich am Anfang stehe, dass ich wenig trainiert bin und alle, die zurzeit ihre Beine trainiert hätten, würden wegfallen. Die ganzen Hasen, die ewig das Spiel der Igel geübt hätten, würden wegfallen und wir würden alle bei Null anfangen. Das wäre der große Sinn für die Massen an der Revolution. Darum würden die Massen wahrscheinlich auch eine Revolution mittragen. Einfach, weil man sagt, okay, dann fangen wir ja alle quasi bei Null an und uns ganz neu bei den neuen Herrschern einschleimen können, das machen, was sie von uns erwarten, können uns, und wir fangen alle bei Null an. Auf der anderen Seite fängt man ja nie ganz bei Null an, wahrscheinlich. Vielleicht merkt man auch, man hat schon gewisse Vorzüge in eine Richtung. Zum Beispiel hätte jetzt ein Tier schon starke Ruderarme, sage ich einfach mal. Dann wäre die Sache auch klar, dann würde es dafür sein. Auf der anderen Seite dieser Gedanke, bei Null anzufangen mit allen anderen und diese Alteingesessenen, das Etablissement einfach hinten runterfallen zu lassen. Das ist ein ganz starkes Argument für die Revolution, was bei den Massen ankommt, dass man einfach bei Null anfängt. So ein bisschen New Deal Stimmung. Und das zweite ist, einfach, wenn man selbst zu den Schildkröten gehört. Dann ist natürlich das Argument klar, wenn man wirklich die Chance hat, sofort in die Machtkreise aufzusteigen, in die Elitekreise, dann stellt sich gar nicht die Frage, dann ist die Frage nur, wie groß ist das Risiko, dass ich eingehe, dass es daneben geht. Aber jeder würde das sofort annehmen. Aber da muss man ja im Grunde quasi selbst aktiv werden. Und was ich jetzt zum Beispiel auch gerade versuche nachzuweisen, oder womit ich mich beschäftige, wie man das erklären kann, ich bin der Meinung, wir können dieses System nicht aufheben. Es geht nicht, dass wir daraus aussteigen. Es wird das immer so geben, und das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass ich nicht weiß, wie es angefangen hat. Oder nicht, weil irgendwann war die Staatsgewalt da, so wie das Leben irgendwann auf der Erde da war. Wir wissen nicht genau warum, aber jetzt, wo das Leben da ist, kriegen wir es nicht mehr los. Und so ähnlich, denke ich, ist das mit der Staatsgewalt auch. Man kann verändern, in wessen Händen die Staatsgewalt ist. Man kann versuchen, eine Staatsgewalt, eine Machtelite zu installieren, die einem wohler gesinnt ist, und man kann auch versuchen, selbst in diese Machtelite aufgenommen zu werden, beziehungsweise einfach sich selbst in diese Position zu heben. Aber was man nicht kann, ist, dieses System der Hierarchie, der Machtelite einfach aufzuheben. Das scheint nicht zu funktionieren. Es scheint unmöglich zu sein, und auch alle Ideen von der Anarchie scheinen im Kern diesen Gedanken zu haben. Also ja, wir sagen zwar, es soll dann keine Hierarchie mehr geben, aber letztendlich hoffen wir doch, dass wir dann die Schildkröten sind. Ich denke, darauf läuft es hinaus, bei allen Anarchie-Geschichten. Und natürlich, das muss man auch sagen, ich habe ja schon gesagt, es ist ja sowas Pseudo-Religiöses. Es gibt natürlich auch immer Gläubige, die es aus voller Überzeugung mittragen, dass das alles so ist, wie es behauptet wird. Gut, und das war's dann heute von mir. Ich verabschiede mich.